Das Leben ist voller Höhen und Tiefen, aber es gibt Momente, die so unglaublich fantastisch sind, dass man einfach nicht anders kann, als zu sagen: Hey, ich bin vielleicht der glücklichste Mensch der Welt. Das ist sicherlich der Fall bei den Menschen, die du jetzt hier sehen wirst. Reden wir nicht um den heißen Brei. Hier sind die glücklichsten Momente, die jemals aufgezeichnet wurden. Amazing! Zuerst eine inspirierende Geschichte, die bis zu dem Ersten Weltkrieg zurückreicht. Der Urgroßvater von jemandem wurde von einem deutschen Soldaten in die Brust geschossen. Ich weiß, was du denkst, wie kann das sein glücklichster Tag sein? Weil er auf die glücklichste Weise gerettet wurde, die man sich vorstellen kann. In seiner Brusttasche befanden sich Münzen, die den Einschlag der Kugel abfingen. Das Leben ist unbezahlbar, aber in diesem Fall kostete es nur etwas Kleingeld. Hier ist der Beweis für einen Spider-Man aus dem echten Leben. Dieser Kerl fuhr mit seinem Motorrad auf der Autobahn, bis dieser mit dem Auto vor ihm kollidierte. Der heftige Aufprall zwang seinen Körper in die Luft, er machte einen kompletten Salto und landete sicher auf dem Autodach. Wenn es eine Sache gibt, die die Menschen auf der ganzen Welt gleichermaßen hassen, dann ist es der Verkehr. Was eine Stunde Fahrzeit sein sollte, verwandelt sich in 3 Stunden vergeudete Zeit und Energie, aber nicht in diesem Fall. Irgendwie wurden alle Ampeln grün und ich bin ziemlich sicher, dass er an diesem Tag den ersten Platz fürs Pünktlichsein erhielt. Der beste Tag aller Zeiten? Nun, wenn du dieser Kerl bist, würdest du diese Erinnerung für den Rest deines Lebens in Ehren halten wollen. Kein anderer Kerl ist zu seiner Whirlpool-Party erschienen, aber das ist für ihn keine Niederlage. Tatsächlich hat er gerade die Teenage Male Lottery gewonnen, indem er mit all diesen Damen chillen, oder sollte ich sagen, sich aufwärmen durfte. Vielleicht wird er in die Fußstapfen von Hugh Hefner treten. Danke Technik, hätte dieser Kerl keine Schutzbrille getragen, hätte ihm diese explodierende Schleifscheibe das Auge aufgeschlitzt. Das ist ein fieser Anblick, er würde auch sein Augenlicht verlieren, hätte er die Brille nicht auf. Wie immer gilt, Sicherheit geht vor. Na klar, Multitasking ist nicht schwer für dich. Aber solltest du wirklich auf Facebook surfen, während du auf dem Klo sitzt? Wenn du eine Warnung brauchst, hier ist eine. Dieser Kerl hier hatte zwar ziemliches Glück, wie sein Handy ins Klo fiel, aber er hat seine Lektion gelernt. Wenn du im Sommer Durst hast, gibt es keine bessere Art der Flüssigkeitszufuhr als eine Scheibe Wassermelone und diese hier ist die beste von allen. Schau genau hin, es gibt kaum Kerne oder Schale, was bedeutet, dass du mehr von der roten, saftigen und süßen Wassermelone bekommst. Ich sage nicht, dass man immer bis 5 Minuten vor Ladenschluss warten sollte, um 1 oder 2 Donuts zu kaufen, aber es ist definitiv ein verlockendes Angebot. Dieser Kerl wollte nur ein paar Donuts, aber der Laden hatte genug Restteig, um einen riesigen Donut herzustellen. Würdest du sagen, das ist ein Donut für die ganze Familie? Liebst du Schokolade? Wie wär's mit KitKat? Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass es seltene KitKats ohne die Waffel gibt? Ja, dieser ist aus reiner Schokolade hergestellt. Falls du eine Naschkatze bist, bist du im Paradies angekommen. Wir alle kennen diese 2-für-1 Promos, aber was wäre, wenn du 3 Getränke zum Preis von 1 bekommen könntest? Dies ist keine Verkaufsstrategie, aber es sieht so aus, als hätten sich die fundamentalen Gesetze der Physik auf die Seite dieses Typen geschlagen, als er zu diesem Automaten ging. Fischstäbchen sind ziemlich lecker und je mehr, desto besser. Statt nur 18 Sticks hat jemand 20 davon bekommen. War das gewollt oder ein Versehen? Ja, ein Versehen. Solltest du deshalb wütend sein? Nur, wenn du Fischstäbchen nicht magst. Stell dir vor, du musst eine riesige Lieferung innerhalb einer Stunde ausliefern. Direkt vor dir ist ein Tunnel, der nicht groß genug für deinen LKW zu sein scheint. Was machst du dann? Wenn du wie dieser Mann bist, würdest du YOLO rufen. Zu seinem Glück passte sein Lastwagen gerade noch durch den Tunnel. Oh, Apple, diese lukrative Firma mit den überteuerten iPhones und iMacs. Aber warte, was, wenn ich dir sage, dass es einen Weg gibt, einen iMac billig zu bekommen? Die Bedingung? Geduld und pures Glück. Jemand hat es geschafft, ein voll funktionsfähiges iMac für 20 Mäuse in einem Secondhand-Laden zu bekommen. Der Winter. Während das kalte Wetter gut für eine heiße Tasse Schokolade ist, kann das Entfernen des ganzen Schnees auf dem Dach sehr ermüdend sein. Aber es sieht so aus, als hätte dieser Typ die Lösung gefunden. Irgendwie hat er versehentlich den ganzen Schnee weggeräumt, ohne sich zu verletzen. Dieser Typ und sein Kumpel wollten nur ihre Snowboard-Fähigkeiten zeigen und es sieht aus, als hätte er einen neuen Trick erfunden. Nennen wir ihn Stolpern und Hinfallen mit einer 360-Grad-Drehung und ich gebe ihm allein wegen des Schockwertes eine 10 von 10.
Wenn du in einem Büro arbeitest, ist es eine der befriedigendsten Aufgaben, all die überschüssigen Papierdokumente zu vernichten. Diesem Mann wurde jedoch klar, dass er eine entscheidende Information aus einer einzigen Quittung brauchte. Gewöhnlich dauert es Stunden, diese zu finden. Es könnte sogar unmöglich sein, wenn die Informationen in einzelne Stücke zerschnitten wurden. Glücklicherweise zerriss der Schredder nicht, was er unbedingt brauchte, und er fand es sofort. Hast du jemals vom Krater des Diamond State Park gehört? Er befindet sich in Arkansas, und das Beste daran ist, dass man alle Steine, die man findet, behalten kann. Eine Frau namens Clark fand einen 3,69-karätigen weißen Diamanten. Ist dies der beste Spaziergang im Park überhaupt? Auf jeden Fall. Lass uns über Eiscreme sprechen. Ja, die ist köstlich. Aber es wird lästig, wenn sie zu schmelzen beginnt und die Hände klebrig werden. Zum Glück für diesen Typen hat der Eisladen, in den er ging, eine praktische Lösung gefunden. Mini-Marshmallows. Jetzt läuft kein Eis mehr aus und dazu gibt es kostenlose Marshmallows. Ein altes Klavier an einem Community College zu reinigen ist nicht besonders aufregend, aber das ist kein gewöhnlicher Fund in einem Klavier. Der 61-jährige Klaviertechniker Martin Blackhouse fand im Inneren eines der von ihm restaurierten Klaviere fast 1000 Münzen aus dem Jahr 1847. Sie waren aus Gold und Silber. Museen können sie legal erwerben und Martin bekommt auch seinen Anteil. Einmal in der Lotterie zu gewinnen gilt schon als großes Glück, aber was wäre, wenn man an einem einzigen Tag 20 Mal gewinnen würde? Diese Frau bekam ein Los, bei dem alle 20 Rubbelfelder ein Treffer im Wert von 4000 Dollar waren. Sie hat zwar keine Millionen gewonnen, aber die Chancen standen sicherlich zu ihren Gunsten. Football und Bier, zwei unserer größten Zeitvertreibe. Ein Typ wollte einfach nur sein Bier genießen, bekam aber so viel mehr. Er fand das goldene Bier. Was hat das zu bedeuten? Naja, nicht viel, nur kostenlose Super Bowl-Tickets für ein Leben lang, dank einer Bud Light Promotion. Ein Ehepaar mittleren Alters ging gerade mit dem Hund auf ihrem ländlichen Grundstück in Nordkalifornien spazieren, als sie über 8 Dosen seltener Goldmünzen stolperten, die um einen alten Baum herum vergraben waren. Der Gesamtwert dieser Münzen? Satte 11 Millionen Dollar. Hoffen wir, dass unsere Hunde uns auch zu einem Millionenschatz führen können. Vielleicht ist das iMac von vorhin etwas, was du nicht willst, aber wie wäre es mit einer alten und geliebten teuren Kamera? Dieses wunderbare Produkt wurde für, hör gut hin, 5 bloße Dollar verkauft. Doch diese Kameras können leicht mehr als 1000 Dollar pro Stück kosten. Ist dies ein riesiger Fund? In den Park zu gehen, um ein Buch zu lesen, ist unglaublich therapeutisch. Was diesen Jungen betrifft, so genoss er gerade sein Buch über die Vielfalt der Vögel, als der eigentliche Vogel, der auf der von ihm betrachteten Seite beschrieben wird, darauf landete. Sieht aus, als wollte der Vogel auch Vögel beobachten. Jetzt Basketball. Dieser Kerl schoss zu hoch, aber der Ball traf alle richtigen Stellen, um dort zu landen, wo er sollte. Das war ein Glückstreffer. Oder wie wär's mit Baseball? Ein Mann ging zu seiner Tante, um ihr beim Ausräumen des Dachbodens zu helfen. Als er ihn säuberte, fand er einige sehr alte und sehr seltene Baseball-Sammelkarten aus den 1950er Jahren. Alles in allem waren die Karten 1 Million Dollar wert. Austern sind billig, aber köstlich. Aber was, wenn die Auster etwas Wertvolles enthält? Philip Priest kaufte seiner Frau 6 Austern im Wert von jeweils rund 50 Cent. Seine Frau Terry fand dann eine Perle in einer dieser Austern. Sie bekam so einen neuen Perlenring im Wert von 555 Euro. Steve Fleck war viele Jahre lang auf der Suche nach seiner leiblichen Mutter. Eines Tages fand er sie auf wundersame Weise. Er arbeitete als Kassierer in demselben Laden, in dem sie arbeitet. Irgendwie behandelten sich die beiden Menschen mehrere Monate lang wie bloße Arbeitskollegen, nur um dann herauszufinden, dass sie das gleiche Blut hatten. Steve hatte bei der Agentur, die seine Adoption arrangierte, Hintergrundinformationen angefordert. Hier ist noch ein verrückteres Familientreffen. 2 Männer, Walter McFarlane und Alan Robinson, sind seit mehr als 6 Jahrzehnten befreundet. McFarlane wollte seinen leiblichen Vater finden, also machte er einen DNA-Abstammungstest. Das überraschende Ergebnis? Sein bester Freund ist eigentlich sein lange verschollener Bruder. Als nächstes folgt eine Geschichte des Überlebens und des Triumphs. Ein 25 Jahre alter Soldat wollte aus Nordkorea fliehen. Dies gelang ihm, doch südkoreanische Ärzte mussten ihn wegen einer parasitären Infektion operieren. Ein Traum von ihm war, einmal wieder Chocopie zu probieren, und so schenkte ihm die Firma Orion Confectionery 100 Schachteln seines Lieblingssnacks. Hier ist ein weiterer Moment des Mutes und des Glücks. Ein Mann aus Puerto Rico musste sich in Dallas, Texas, einer lebensrettenden Transplantation unterziehen. Doch der Hurricane Maria richtete bereits Verwüstungen an und auf dem Flughafen herrschte Chaos. Dann half ihm einer der Angestellten der Fluggesellschaft und besorgte ihm sein Ticket.
Wäre dies nicht rechtzeitig geschehen, hätte er die Transplantation nicht bekommen. Es gibt nichts Schlimmeres, als seinen Schlüssel in einen Gully fallen zu lassen. Dieser Kerl hatte Glück, die Schlüssel sind irgendwie zwischen den Stäben stecken geblieben. Beim Blick nach unten gab es wahrscheinlich den größten Seufzer der Erleichterung. In Schweden hatte ein Paar die Hoffnung aufgegeben, den lange verlorenen Ehering zu finden. Dieser ging 1995 verloren, aber Lena Pálsson erlebte die Überraschung ihres Lebens, als sie ihn 16 Jahre später wiederfand. An einer kleinen Karotte, die sie im Garten ihrer Familie geerntet hatte. Sie war durch den Ring hindurchgewachsen. Virginia Felke aus Virginia kaufte eines Tages ein paar Lottoscheine und benutzte die Zahlen des Hochzeitstages ihrer Eltern und deren Alter bei der Heirat. Wie sich herausstellte, traf sie die richtige Entscheidung. Zwei ihrer Lose brachten ihr jeweils 1 Million Dollar ein. Das Wichteln findet jedes Jahr auf Reddit statt. Im Grunde kaufen sich Fremde gegenseitig Geschenke zu Weihnachten. Einer Frau namens Alicia gelang es, keinen geringeren als den Microsoft-Gründer und milliardenschweren Philanthropen Bill Gates als Wichteln zu gewinnen. Sie erhielt einen Brief, eine Spende in ihrem Namen und 12 Geschenke, die von Zelda-Handschuhen bis hin zu Xbox One-Controllern in Sonderausgabe reichten. Frayne Selak hat ein Leben voller Risiko gelebt, insgesamt 7 gefährliche Zwischenfälle wie ein Busunglück und ein Zugunglück, aber er hat immer überlebt. Nachdem er 40 Jahre lang keinen Lotterielos gekauft hatte, entschied er sich, ein solches zu kaufen. Der Himmel muss zugeschaut haben, denn er gewann im Alter von 76 Jahren 1 Million Dollar. Nichiren war ein japanischer Buddhist, der im 12. Jahrhundert ein prominentes Leben führte. Er wurde von den Behörden hingerichtet. Als Nichiren jedoch kurz vor der Enthauptung stand, traf ein Blitz das Schwert und tötete den Henker. Seine Hinrichtung wurde gestoppt und es gelang ihm, noch einige Jahre zu leben. Schließlich ist dies zweifellos das erstaunlichste und glücklichste Ereignis aller Zeiten. Ein 62-jähriger Mann, bekannt als Edwin E. Robinson, wurde 1980 vom Blitz getroffen. Aber er war nicht nur taub, sondern auch blind. Er überlebte, weil er Schuhe mit Gummisohlen trug, aber das Außergewöhnlichste ist, dass der Blitz sein Seh- und Hörvermögen wiederherstellte. Die Natur ist wirklich phänomenal. Falls du also das Gefühl hast, einen schlechten Tag zu haben, denke einfach an die besseren Tage, die noch kommen werden. Verliere nicht die Hoffnung, denn das Glück wird immer seinen Weg finden. Welche Glücksgeschichte hättest du selbst gerne am liebsten erlebt? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen und danke fürs Zuschauen.